Dementsprechend werden wir jetzt gleich reingehen. Nee, Pico Bun. Es geht los. Talia bleibt nach wie vor gebannt gegen Sky. Vladimir nimmt man diesmal auch raus. Also Crown wird hier auch kein Vladimir spielen können. Wobei ja Sky eigentlich derjenige war, der gerade Vladimir gespielt hat. Allerdings hier an der Stelle will man einfach nicht gegen ihn spielen. Als First Pick sieht man ihn da anscheinend auch nicht ein. Man will jetzt ein bisschen adaptieren. Die Taktik umstellen. Jungler noch alle offen. Nidalee sollte auf jeden Fall rausgenommen werden. Bei Haru muss ich wirklich sagen, ist einer der LCK-Spieler, wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass er jemals einen legendären Nidalee gespielt hätte. Vielleicht pokert Samsung Galaxy wieder darauf sogar ein bisschen, dass Haru vielleicht keinen Nidalee spielen möchte. Gangplank rausgebannt. Twisted Fate hier auch direkt in Sky wieder der Bann. Muss man auch sagen, dass Gentos, die ziehen auf Sky gerade wirklich sehr, sehr viel Fokus auf sich, dass da jedes Mal gegen ihn direkt die Targets gebannt werden. Weiß ist noch draußen, jetzt muss Nidalee eigentlich kommen. Oh, Hikaram entscheidet man sich. Jetzt ist Nidalee open. Das ist jetzt natürlich ein interessantes Spielchen, was Samsung Galaxy da treibt. Sie pokern so hart darauf, dass Haru einfach keine Nidalee spielt, dass sie sie bekommen können. Aber Haru sagt sich, wir können uns das nicht leisten, die abzugeben. Und das muss auch eigentlich kommen. Wenn du jetzt die Nidalee nicht first picken würdest, dann würdest du alles falsch machen. Man muss in der momentanen Meta einfach in der Lage sein, Nidalee hier sauber performen zu können. Und Haru, der wird uns zeigen, ob er genug Druck damit aufbringen kann. Da hat man natürlich die Wahl, dementsprechend einen anderen Laner, den man vorzieht, dort einzuloggen. Na, haben wir eben schon gesehen, wird da sehr, sehr hoch geratet. Vielleicht noch überlegen, ob man Civi wieder zunimmt. Das wäre wahrscheinlich die Rotation, die ja logisch wäre. Man könnte natürlich, wenn man bestimmte Teamcoms vorzieht, wird noch überlegen, sich andere Picks zu sichern. Aber hier in dem Fall ist es auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Wird auch dementsprechend eingeloggt. Also hier nahe sind wir beide unterwegs. Die kommen, kennen wir ja schon so ein bisschen. An der Seite überlegt man sich jetzt, den Trundle zu nehmen. Wir haben Trundle hat lange Zeit auf der Top-Lane gesehen. Gegner auch gepickt, dass man ihn wirklich mit Absicht reingepickt hat. Aber auf dem Patch wurden sogar schon seine Regenerationswerte jetzt abgeschwächt. Das heißt, er kann nicht so einfach mehr nah out-sustain. Das Late-Game von Trundle ist immer noch gut gegen nah. Er hat mehr Probleme auf der Lane dadurch bekommen. Man hat vorher immer dieses Bild gesehen, dass man sehr, sehr gerne drei Perlen gebaut hat auf Trundle, dadurch mit jeder Perle diese Basisregeneration um jeweils 150% verstärkt hat. Und da er vorher so in etwa, also 9 Parzer Patch, so etwa 10 Leben, hat er sich dort regeneriert, wurde das Ganze jetzt abgeschwächt und auf 6 Leben Parzer Patch runtergesetzt. Und das macht eine Menge aus, wenn du diese 150 Regenerationen dort wertest. Du hattest vorher quasi, wenn man das umgerechnet hat, innerhalb von 3 Minuten den Effekt von einem Pot ungefähr auf einer Perle. Und wenn du dann 3 Perlen hattest, hast du jede Minute effektiv die Heilwerte von einem Pot gehabt. Was natürlich sehr, sehr stark ist, aber das Ganze wurde jetzt auch um ein Drittel reduziert. Und das macht dann natürlich sehr viel aus. Dann entscheidet man sich auf jeden Fall erstmal nicht für den Trundle. Der Tahm-Kench ist noch nicht so ganz klar, wo man hingeht. Ich finde die Komposition von Sigentus sehr riskant gerade, aber gut. Sei definitiv gesagt, du bist natürlich jetzt hier auch ein bisschen aggressiver unterwegs. Mit diesem Lucian jetzt noch zum Anfang, mit der Nidalee dazu, bist du dann natürlich ein absolut Snowball-lastiger Champion. Ohne Frage. Aber diesen Snowball-Faktor, den musst du auch erstmal bekommen. Wenn man das Ganze jetzt noch mit der Karma zum Beispiel kombiniert, würde ich sagen, Ast rein. Wir wissen ganz genau, worauf es ankommt. Sigentus so, jetzt macht Go, macht Feuer und die gewinnt das. Oder aber 30. Minute geht es halt nach hinten los. Aber es wäre auf jeden Fall eine Komposition, wo ich Sigentus noch eher zutrauen würde, dass sie das gewinnen, als wenn sie halt wieder eine Late-Game-Teamfight-Com spielen, wo sie halt übel skalierend gehen wollen. Und Samsung Galaxy, die wissen das auch. Das ist ein guter Pick, dass sie jetzt die Karma hier einfach rausnehmen. Jetzt bin ich gespannt, wie man das Ganze kombinieren möchte. Wir können es natürlich immer noch sagen, Tahm-Kench geht auf Support und wir können es auch einen Top-Laner wählen. Wir können es da ein bisschen was Snowball-lastiges nehmen. Irelia zum Beispiel macht sich da eigentlich immer ganz gut, auch in dem Nahmatchup selber. Mit der Irelia hast du natürlich später auch die besseren Engage-Möglichkeiten. Oder aber du kombinierst das Ganze jetzt mit einem Midlane, mit einem Long-Range-Poker quasi. Das funktioniert ehrlich gesagt auch immer noch ganz gut, um die Gegner da frühzeitig unter Druck zu setzen. Aber es ist aber eine Comp, die wenig Spielraum für Fehler lässt. Also die Gentos, die sind ja auf jeden Fall, wenn die einen Failstep machen, wenn die einmal zurückfallen, dann ist das für sie das Game. Ja, Varus, das ist einer von diesen Long-Range-Pokern. Der würde auf jeden Fall gut reinpassen. Hat eine Early-Mid-Game-Domination, Mid-Game kann schnell snowballen. Und er hat den Wave, den du brauchst, um die Gegner reinzudrücken. Also all in all weißt du jetzt genau, worauf es bei Sigentus ankommt. Ich finde, die kommt gut. Da möchte ich ganz klar so sagen. Das ist jetzt so all or nothing. Wenn die von Anfang an nach vorne kommen und vorne liegen, dann kann sowas funktionieren. Und wir haben in der LCK ganz, ganz oft gesehen, dass halt so Team-Comps existieren oder auch Teams, die halt richtig massiv gut sind. Auch in den ersten Plätzen Fehler machen im Early. Auch SKT ist da ein Paradebeispiel. Die lassen sich auch zum Anfang mal so oft catchen. Crown mit seiner Augenbrauenbewegung, alles klar.
Aber wenn die hier nach hinten fallen, dann ist finito für CJ Andros. Die dürfen sich keinen einzigen Fehler erlauben. Und die kommen von Samsung Galaxy im Early jetzt auch nicht schwach. Mit dieser Karma dazu, mit Drexel, ist das schon okay. Aber CJ Andros, die müssen da jetzt Druck machen. Die müssen nach vorne kommen. Ich bin gespannt. Das ist was richtig spannend werden kann, aber es ist was auch leider richtig in die Hose gehen kann. CJ Andros, die haben ja aber die Kochanos, diese Grind zu gehen. Und ich habe ja eben nicht umsonst gesagt. Ja, das ist halt, wenn du weißt, dass deine Teamfights vielleicht nicht so grandios sind, naja, dann spielst du halt eine schnelle Komp und probierst den Gegner halt auf falschen Fuß zu erwischen. Das ist ein Plan, der halt hier echt funktionieren kann. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehen wir also finalen Komps hier. Varus in der Mitte gegen Varus. Varus in der Mitte gegen Victor und V. Varus gegen Varus, das wäre auch mal was. Könnt ihr euch noch an die alten Zeiten erinnern, also wer Korea vielleicht länger verfolgt? Früher hatte man es in Korea halt so, dass man halt kein Best of Three so in herkömmlichen Sinne gespielt hat, sondern dass das dritte Game immer ein Blindpick war. Dass du also auf, also auf beiden Seiten auch die gleichen Picks nehmen konntest. Ich erinnere mich dabei an dieses legendäre Faker-Zed-Matchup gegen Rio. Legendär, sage ich bloß, das fehlt mir so ein bisschen. Nur gut, okay, man kann halt nicht alles haben. Varus gegen Varus wäre halt auch mal was Schönes gewesen. Aber nein, es ist natürlich jetzt Varus gegen Victor. Victor ist übrigens noch ohne Läuterung unterwegs. Kann er noch wechseln? Das ist auch noch nicht das Finale, aber du solltest als Victor wirklich Läuterung mitnehmen. Ghost ist halt so die eine Sache. Aber alles, was du jetzt brauchst bei Samsung Galaxy, Sicherheit. Und wenn du einmal von der Varus Ultimate erwischt wirst und gleichzeitig von Niederlege gegankt wirst, ist GG. Da ist vorbei für Victor. Also er sollte sich, denke ich, hier noch absolut für die Läuterung entscheiden. Ansonsten würde er dann ein Problem bekommen. Das ist ein bisschen anders. Die Champions dürfen immer nach Riegelberg noch bis zur 20-Sekunden-Marke geswappt werden. Allerdings die Masteries und die Runen und die Summoner-Spells quasi, die dürfen noch bis zur letzten Sekunde gewechselt werden. Das kann ja so immer noch passiert sein. Und also diese absolut Poke- und Snowball-lastige Comp gegen diese absolute Late-Game-Teamfight-Comp mit CV und Victor dort integriert. Ich bin gespannt, was daraus werden wird. Samsung Galaxy, die müssen einfach nur die Zeit überbrücken. Aber manchmal sagt sich das so einfach und ist gar nicht so einfach umzusetzen. Wir sind gespannt und warten ab.
So, jetzt haben wir es geschafft. Die Pause war ein bisschen länger. Ich habe mir noch was zum Trinken geholt, meine Lieben. Und jetzt kann es losgehen. 1-0 steht es bisher für Samsung Galaxy. Und jetzt heißt es CJ Entos. Spielt eure Teamcomp so gut es nur geht. Sie haben Blue Lanes, sie haben starke Lanes, sie haben Vorteile überall, wo es nur geht. Jetzt müssen sie diese bloß noch ausnutzen. Das klingt immer so einfach. Du sagst ja halt, ja, Winning Lane, klar, wenn die Lanes alle gewinnen, dann gewinnst du auch das Spiel automatisch. Nee, ist eben nicht so. Denn wenn du auf das andere Unentschieden gehst mit den Gegnern, dann scalen die dich einfach und dann ist finito. Samsung Galaxy sind hier auf jeden Fall mit dieser CB Victor Comp im Late Game übel stark aufgestellt. Aber da musst du auch erstmal hinkommen. Hier wird doch ein bisschen gejubelt, aber MVP, die spielen heute nicht. Und was darauf steht, kann ich euch leider nicht sagen. Das sah so ein bisschen nach Go, Samsung Galaxy Go aus. Oder so ähnlich. Ich habe mittlerweile gelernt, dass Japanisch gar nicht so schwierig ist zu lernen. Ich habe ja, meine Freundin ist gerade dabei, Japanisch zu lernen. Und zwar freiwillig, was ich schon mal gar nicht nachvollziehen kann, weil ich es immer gehasst habe, Sprachen zu lernen. Also der Wille dahinter ist klar. Oh, der Kleine. Oh, kriegt ihn nicht. Schade, ich dachte, der geht im Mandra Q vielleicht noch drauf für Rave. Und die machen prompt weiter. Wollen sich das Camp holen. Ist aber nicht mehr ganz so viel wert wie früher. Die tanken halt mit einer Menge Leben. Madlife hat halt Hälfte Leben investiert. Man hat bloß den Kleinen bekommen. Gut aggressiv vorbeigeruft. Um zurückzukommen. Japanisch ist gar nicht schwierig. Wenn man diese Alphabete erstmal kann und verstanden hat, wie diese Sprache funktioniert, dann ist es halt super geil. Wenn ich Japanisch ganz ehrlich mit Deutsch vergleiche, muss ich sagen, die deutsche Sprache ist viel, viel schwieriger. Allein schon mit diesen ganzen Geschlechtern und Plural, Singular und Fälle. Es geht ja sogar noch, weil wir bis 4 verschiedene Fälle haben. Aber meine Güte. Man kann es halt auch kompliziert machen. Boah, alles gut. Ich habe damals in der Schule habe ich auch mal Französisch gehasst. War nicht so ganz mein Ding. Aber es war auch schon viel zu spät. Englisch habe ich noch geliebt. Das war aber auch schon ab der 3. Klasse, glaube ich, als ich angefangen habe. Das ging natürlich auch weiter im Abitur. Aber Französisch, aber 7. Klasse war halt die Hölle. Mochte aber, glaube ich, keiner bei uns. Außer die in Anführungsstrichen Streber. Die auch gerne nach Frankreich Urlaub fahren gemacht haben. Naja, wie auch immer. Und da war auf jeden Fall schon mal gut Druck aufgebaut. Kommt aber bloß dadurch, dass halt Kramer und Madlife unbedingt diesen Crack dort haben wollten. Da haben sie halt eine Menge Leben investiert und eine Menge Zeit auf der Lane verloren. Deshalb ist man da jetzt auch momentan 1 CS gegen 15 CS hinterher. Aber jetzt kommt halt die große gestorte Wave unter den Turm. Das heißt, man kann ja zumindest annähernd wieder versuchen, dort aufzuholen. Madlife, der unterstützt auch ein bisschen. Hat sich ja hier fürs Tag und Schild entschieden. Keine Ahnung, also hin und wieder mal einen Mini-Last hitten. Und dass der gute Kramer vielleicht auch nicht ganz rankommt. Aber der Poke, der ist gerade strong in this. Kramer immer und immer wieder mit den Qs. Kramer auch keinen Pop mehr zur Verfügung. Den hat er bereits benutzt. Was hat die Ricochets, die Boomerang-Klinge und die Mantra-Q. Der da hin und wieder einfach mal reinprasselt. Und wenn du von Anfang an nach der Büste nicht rauskommst vom Turm, dann kannst du dich halt auch nicht verteidigen. Alistair, der tut da sein Bestes, um hochzuheilen. Ja, schön hier gedodged das Ganze. Wie wär's mit Finish? Da gibt's 15 Fälle? What? Wie können denn die Finnen überhaupt noch reden? Wie lange brauchen die denn, um ihre Sprache zu lernen? Die können ja wahrscheinlich erst, wenn die 10 Jahre, wenn die in der Pubertät sind, haben die erstmal verstanden, wie ihre Sprache funktioniert. Aber 15 Fälle ist ja schon mal übelst heftig. Madlife, der holt sich hier nochmal den letzten Last-Hit. Gibt immer nochmal ein bisschen Leben wieder. Rex ist ja jetzt in Richtung Mitte unterwegs. Sperr muss da ein bisschen aufpassen. Er ist natürlich ziemlich dominant im Early. Gerade ab Level 6 hat man da gute Gank-Qualitäten. Aber er ist natürlich auch gankbar. Darf man nicht vergessen, selber sehr, sehr immobil, hat wenig CC. Lediglich die Ultimate ab Level 6. Und der Slow von dem E, der ist jetzt halt nicht so relevant, weil der Rexler, die buddelt sich da einfach durch und wirft dich trotzdem hoch. Und dann kommt der Burst von Victor und dann war es das für dich. Aber Crown, der hat ja auch nicht gewechselt. Also wenn ich Level 6 bin und in Niederlee bin und weiß, ich habe einen Varus in der Mitte gegen einen Gegner ohne Läuterung, dann weiß ich ganz genau, wo ich zu sein habe. Die Midlane 2v2s, die werden sich ab Level 6 eigentlich relativ einfach für CJ Entos spielen. Und da muss ich auch sagen, das ist ziemlich riskant von Crown. Und mit der Ghost-Variante zu spielen. Das ist ja eigentlich die übliche Variante bei Victor. Aber in manchen Matchups kannst du es dir halt einfach nicht leisten. Gegen den Lissandra, gegen den Varus, da brauchst du fast immer die Läuterung. Ja, bei Botlane Madlife, der muss noch immer einen stecken. Hat jetzt den einen oder anderen Pot auch schon nutzen müssen. Hat nämlich keine Reserven mehr. Und der E von Alistair wurde ziemlich genervt. Er bringt auch nicht mehr so viel Sustain für die Lane. Da kommt man langsam so in einem Grenzbereich, wo es schwierig wird. Madlife kann auch nicht ewig heilen. Auch schon auf ein Drittel Mana runter. Jetzt wird Ruler hier sogar alleine gelassen. Rave, der weiß halt, der kann sich gerade bewegen. Warum kriegt er ein bisschen? Einmal zumindest dort
ein Cam. Und wenn eine Niederlage schon angefangen wird, zu Counter-Jungle zu werden, dann ist es halt immer schon ein Nachteil. Die Verbindung, die wird hier auf jeden Fall durchkommen. Jetzt kommt man noch hinterher, will den Kill haben. Aber das ist ein bisschen deep vielleicht. Jetzt aber unter den Turm gestoßen. Ignite ist draußen, das war's. First Blood für Niederlage. Das war zu greedy. Entweder geht er Vision für den Kill mit dem Tunnel und dem Flash oder er lässt es halt komplett bleiben. Aber hier hinter der Botlane im T2-Turm diesen Tunnel zu graben, war doch vielleicht ein bisschen gutgläubig. Gibt hier also den ersten Kill ab. Das sah gar nicht so schlecht aus. Niederlage zu Counter-Jungle, wenn du das schaffst, dann ist schon mal was Gutes passiert. Ist natürlich klar, wenn die Botlane so viel Druck machen kann, dass die dort zu Hilfe eilen können, was auch schon mal gut ist. Aber wenn du jetzt Niederlage dort aus dieser Counter-Jungle-Aktion heraus den Free-Kill gibst, na GG. Das ist halt typisch Alice da. Ich muss halt sagen, Rek'Sai, sobald die weiß, dass sie da diesen Face-Step macht, muss sie halt rausflashen. Wenn Alice da früher flasht vor Rek'Sai, dann ist schon irgendwas falsch gelaufen. Naja, gut. Geschehen ist geschehen. Ambition somit jetzt mit einem Kill hinten. Niederlage im Jungle jetzt 10 CS vorne und den Kill dazu bekommen. Und das ist das Unpraktischste, was hier passieren kann. Aber verloren ist noch lange nichts. Von Botlane kann man immer noch gut Druck aufbauen. Der Midlane Victor, der lässt sich auch noch nicht da wirklich großartig beeindrucken. Ah, Sperr hat getroffen, allerdings kommt man nicht an den Raptor ran. Niederlage wird sich, denke ich mal, auch gleich erstmal in Richtung Blue Buff aufmachen. Denn der Junge, der wird hier gleich respawnen. Er gibt dir natürlich eine Menge Vorteile. Mana-Regeneration, was super gut für dich ist, weil du auch eine Heilung dadurch bekommst. Die Heilung von Niederlage ist eigentlich ein bisschen teuer. Sogar um sie ständig verwenden zu können im Early. Allerdings, wenn du natürlich die nötige Mana-Regeneration hast, dann hast du halt auch ewig viel Sustain im Jungle. Kannst die Camps kiten, hast eine Menge Burst-Schaden und Sustain. Niederlage hat einfach alles, was ein Jungler braucht. Und dazu kommt, dass die halt noch ein paar AP-Werte, die halt im Early noch nicht groß sind, und Cooldowns gewährt werden. Also noch besser. Rek'Sai hier auf dem Weg in Richtung Botlane. Madlife ist auch noch Level 5. Muss man aufpassen. Wurde aber gesehen dort in der Ward, der gute Ambition. Er sieht da unten halt die großen Knubbel, weiß nicht, wie man sich bewegt. Schöner Kopfstoß hier. Das Ganze direkt disengaged. Da oben ist jetzt zwar auch noch Haru auf dem Weg. Der wird aber gesehen. Da steht halt die Ward. Der Jungle auch noch ganz in Ruhe. Scheint sogar so, dass er den ersten Blue Buff gleich abgeben möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer die Möglichkeit gut finde, als Niederlage auch den ersten Blue Buff nehmen, oder den zweiten ist es ja dann, den noch nehmen zu können. Aber ich kann es auch verstehen, das war ein Varus, der halt eine Träne im Early Baut, da unbedingt den Blue Buff abgeben möchte. Jetzt aber wieder der aggressive Move. Das ist riskant. Ambition, der will unbedingt den Red Buff haben. Beide kleinen Minions gehen da schon mal weg. Jetzt will man den holen. Das reicht nicht mit dem Zweit. Ambition kriegt den. Ein bisschen früh gesmited da von Haru. Da war eine Menge Platz. Aber wir sehen halt gerade, was das Problem ist. Das Problem ist nicht Sky. Das Problem ist nicht Haru. Das Problem ist auch nicht Unterer. Das Problem ist einfach, dass Kramer und Madlife auf der Botlane übel zurückliegen. Mittlerweile schon um 20 CS outfarmt. Und das ist eine ganz schöne Wucht. Permanent unter dem Turm. Und Karma bewegt sich halt ständig in ihren Jungle rein. Und das ist halt alles andere als normal. Es hat keinen Lane-Swap, sondern es sind halt Standard-Lanes. Und da ist natürlich eine Botlane, die so heftig dominiert, für den Jungler unglaublich nervig. Eine Niederlage, die invaded wird. Wenn ich das nochmal erleben darf. Aber es funktioniert gerade einfach. Solange man da nicht zu greedy wird. Der erste Drache, der geht jetzt auch an Samsung. Der nächste wird jetzt ein Infernal Drake sein. Gerade war es noch ein Ocean Drake. Aber an dem Punkt des Spiels ist der Ocean Drake ehrlich gesagt noch ziemlich viel wert. In der Laning Phase kannst du halt gerade diese Regeneration noch gut ausnutzen. Da wurde Haru noch kurz gesehen. Hat das Trampeln gesehen. Das ist auch der Patch, auf dem Rek'Sai quasi noch nicht genervt wurde. Auf 6.14 wird es ja dann so sein, dass zum einen die Frequenz zwischen den Trampeln höher ist. Also auf dem Patch siehst du noch alle 0,75 Sekunden einmal so einen Fußtrapser, einmal so, so ein kleines Tröpfchen auf dem Boden dort erscheinen. Auf dem nächsten Patch wird es halt im Abstand da bloß noch sein. Oh, das Kaling geht komplett durch. Keine Chance, Ruger. Du bist, oh Gott. Alistair kriegt den Kill durch die Passive. Nee, durch Ignite war es, glaube ich, ne? Eins von beiden war es auf jeden Fall. Das ist bitter. Den Kill da so schön rausgeholt. Aber im Endeffekt, Kill ist Kill. Rafe war nicht zur Stelle. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, genau, Rek'Sai. Ja. Zum einen wurde das auf 1,5 Sekunden hochgeschraubt, diese Frequenz, indem du die Fußtrapsen siehst. Und wenn du dich im Busch drehst oder ganz, ganz kurz bloß bewegst, genau das, was Niederlage gerade gemacht hat, dann sieht das Rek'Sai nicht mehr. Da kannst du halt viel, viel weniger erahnen. Du kannst Fallen viel besser auslegen. Einfach nur die Richtung drehen hilft da halt nicht mehr. Und das macht für Rek'Sai doch schon den einen oder anderen Unterschied. Ein bisschen nimmt sich hier noch die Ward mit. Der möchte natürlich die Kontrolle über seinen Jungle behalten. Gentus, die versuchen das gerade so ein bisschen umzudrehen. Botlane natürlich durch den Solo-Kill gerade dort gut unterwegs. Kann sich etwas freier bewegen. Der wird auch helfen. Die Power-Spikes von Lucian liegen natürlich trotzdem früher. Aber ich bin gerade kein Fan davon. Also er macht es halt genau
so wie ich es andersrum gemacht hätte. Nimm Game vorhin, wäre für ihn halt ein Non-Korean-Bild halt ziemlich gut gewesen. Crown, hättest du mal die Leute gehabt, aber er braucht sie gar nicht. Die kriegen einfach den Burst da raus und es reicht für den Kill auf Niederleben, weil Raven noch zur Stelle ist und Crown überlebt das Ganze, weil das Exhaust ihm einfach das Leben rettet. Super gut gemacht, dass Raven da in der Nähe ist. Der hat das Ganze gerochen. Also hier kommt man auch noch ohne die Deutung raus, aber im Normalfall wäre das halt für ihn gepunished worden. Ja, aber die Variante einfach vorhin. Denn vorhin, wo er die Scalings braucht, geht ein Korean-Bild, ihm fehlt der Schaden. Und jetzt an der Stelle, wo er halt eigentlich dass er den schnellen Snowball haben möchte, da geht er jetzt wieder ein Scaling-Bild. Ja, GG. Hier wunderbar gemacht. Crown, da kriegt er ohne Probleme den Kill. Der Burst ist halt da. Und wenn Niederlee halt die Exo auswirst und die Erschöpfung da ist, dann fehlt halt einfach der Schaden. Ansonsten wäre das normalerweise ein One-Shot gewesen. Das ist halt aber ein großer Nachteil. Niederlee ist natürlich alles andere als tanky. Wenn die einmal in den Nahkampf reingeht, um ihr Siegel auszulösen, dann kann das auch sehr, sehr schnell gepunished werden. Und in dem Fall, da war es halt einfach genug, um sie auch zu töten. Und Crown überlebt das Ganze ganz knapp. Armer Haru. Sein Greedy Ruler bestrafen. Muss halt sagen, er hat vorher Karma gesehen. Das heißt, man kann sowas calculaten. Der Greed, der war einfach too strong in this. Macht jetzt erstmal nicht viel aus. Gerade für Sky nicht. Der eine Kill kann ihm relativ egal sein. Er wird die Lane einfach durchgehend weg da rein pushen. Der Unterschied ist einfach, dass Sky schon anfangen kann, die Lane zu pushen, bevor die Minions in der Mitte ankommen. Stellt sich einfach vor dem Turm von Victor und Kandaschen das erstmal sein Pfeil durchjagen. Und den zweiten den jagt er dann das zweite Mal durch, wenn die Minions quasi auf der Lane stehen. Victor, der muss halt immer warten, bis die Minions sich so ein bisschen geknubbelt haben, um den Laser da optimal treffen zu können. Der Arrow hat halt eine etwas längere Reichweite. Macht aber all in all keinen Unterschied. Beide haben massiven Wave-Clear zur Verfügung, ohne Frage. Man muss trotzdem immer noch ausnutzen, dass jetzt Crown keine Sams hat. Sky, der hat sein Ultimate wieder ready. Das heißt, Haru sollte sich immer weiter in Richtung Mitte halten. Ist jetzt da auch auf dem Weg. Das ist halt die Schwachstelle. Das musst du auch nutzen. Man hat es halt eben versucht, auch wenn es da hinten losging. Deshalb sollte man sich jetzt aber nicht ermutigen lassen. Nicht entmutigen lassen. Die einzigen, die hier ermutigt sind, sind gerade Samsung Galaxy. Ich meine, es war im Endeffekt ihr erster Kill. Liegt trotzdem noch 2:1 vorne. Der Lee wurde jetzt im Jungle aber gut eingeholt. Aber vor Botlane könnte man jetzt auch wieder einiges gut machen. Die Ultimate wird hier forciert. Knockup, der ist durch. Niederlee ist jetzt da, aber ein bisschen, der ist schon tanky. Den willst du nicht unbedingt als Hauptziel haben. Man sieht es auch, jetzt das Culling. Rave kriegt eine Menge Schaden. Der will sich sein Flash noch lange sparen. Muss ich mir aber im Endeffekt doch nutzen, weil ansonsten an dieser Wand hängen bleibt. Dann reicht es vielleicht mit dem Dash, dass man einen Kill bekommt. Oh, Ruler, der ist alleine und in die WQ kommt, wo die kannst du nicht so einfach dodgen. Jetzt ins Bash, gebaitet und man geht drauf. Zack, das war's für ihn. Der wird einfach abgeholt. Teleport ist zwar da, aber Madlife kommt mit der Ultimate relativ sicher raus. Hat das Ganze bis zum Schluss getankt und Kyuubi, der kommt da nicht mehr ran. Das wäre sogar schön gewesen, wenn er schneller geportet hätte, weil er halt einfach schon in einer großen Form war. Aber Teleport dauert jetzt halt auch eine Sekunde länger. Und die Sekunde länger, die kommen dir halt manchmal Jahre vor. Aber man weiß ja, dass Niederlee jetzt unten ist und versucht da zumindest im Jungle zu bekommen, was nur geht. Einmal Blue Buff abgeholt und den Grump hier genommen. Und da kann auch relativ wenig gegen machen. Jetzt mit dem Teleport versucht man gegensätzlich die Türme dort zu forcieren. Er konnte seinen Turm oben nicht mehr halten. Aber wie gesagt, dieses Tahm Kench und Nah-Matchup ist halt für Tahm Kench echt nicht schön. Und er versucht das Ganze jetzt einfach auszugleichen, indem man mit seiner Teleportation da unten den Botlane-Turm noch kriegen kann. Oh Gott, Crown, er ist festgehalten. Jetzt geht man rauf. Sky, das ist immer noch der Ultimate. Aber er überlebt das Ganze. Diesmal kriegt man den Kill auf Crown. Das meine ich halt. Einmal Victor Ultimate getroffen und Niederlee ist in der Nähe. Das war's für dich als Victor. Ohne Leute und kommst du aus der Varus Ultimate einfach nicht raus. Ein Drache, der ist jetzt auch gleich wieder respawn. Da könnte man gleich in Richtung Drake marschieren. Hier sehen wir es nochmal. Crown sehr aggressiv. Er hat keine Sicht nach unten in den Busch. Wird jetzt halt einfach da von der Varus Ultimate getroffen. Dann geht man halt einfach all in. Er hat sein Flash noch nicht ready. Und es reicht halt nicht mit dem Ghost, um da von Niederlee wegzukommen. Die holt sich einfach den Kill. Alles andere ist schwierig hier. Haru, der hat hier auf jeden Fall den Raptor-Buff jetzt gut nutzen können. Sieht aber die eine Ward da unten nicht, die noch gestellt wurde.
Jetzt hat er die wahrscheinlich auch noch mitgenommen. Das ist ein bisschen nachteilhaft, wenn man jetzt natürlich in Richtung Drache so ein bisschen liebäugeln möchte. Aber wenn du nicht rankommst, beziehungsweise wenn du da Sicht auf dir drauf hast und nicht weißt, dass da Sicht ist, kann das immer gefährlich sein. Haben wir uns den Dash hier nutzen müssen. Würde ich aber nicht angegangen. Ein bisschen ist dann noch sehr, sehr passiv unterwegs. Ich musste seine Teleportation ja auch für den Turm vorhin verwenden. QW hat seinen Teleport vorhin für den eventuellen Save dort am Turm genutzt und wieder abgebrochen. Er hat natürlich seine Teleportation dadurch schneller zur Stelle. Wenn du deinen Teleport selber abbrichst, bist du immer noch ein paar cooler und werde wieder. Dennoch beide Top-Laner hier erstmal hilflos. Tam Kench hat jetzt oben gut reingepusht. Na, muss ich nach oben bewegen. Das war jetzt so der Moment, wo du als Tam Kench nach unten rotieren könntest mit der Ultimate, um einfach für den Drachen zu gehen. Wenn du halt genau weißt, wenn Na jetzt nicht nach oben geht, dann verliert er halt riesig viel. Der kann halt bis dahin gehen. Der ist auch unterwegs in Richtung Drache. Jetzt aber gleich die Teleportation wieder ready von Na. Und die timen das Ganze natürlich auch. Es gibt halt so ein paar echt kleine Feinheiten, die auch im Profispielerbereich schwierig sind. Zum einen natürlich alles haben das zu timen von den Gegnern, dass du genau weißt, wann hat wer sein Flash wieder, wann hat wer die Teleportation wieder. Abschätzen ist halt immer easy, aber genau zu wissen, bis wohin du noch kämpfen kannst, ist halt enorm schwierig. Und CS zählen im Jungler ist halt im Early äußerst wichtig, wobei sich das mittlerweile auch so ein bisschen erübrigt hat. Ich glaube, die wenigsten Profispieler sind momentan auch mit der Methode des CS-Zählens vertraut. Ein bisschen wird hier versucht, einfach rauszuhalten, damit man den Drachen machen kann. 2000 Leben, Kopfnuss sollte gleich kommen. Kopfstoß. Ein bisschen, der muss weggehalten werden. Den Drachen, den hat man. Man ist jetzt aber dort ganz schön in die Enge getrieben. Da frisst man einmal noch den Alistair auf. Jetzt versucht man irgendwie rauszukommen. Wir können aggressiv rein. Alles klar, Madlife. Der hat die Eier und stirbt dafür einfach. Anstatt rauszuflashen, denkt er sich, alles klar, all in. Versucht noch den Kill auf Ambition zu forcieren. Das reicht aber nicht. Somit jetzt insgesamt den Inferno Dragon bekommen. Den konnte man sich dort holen. Und das Ganze für einen Killdorn bestraft bekommen. Aber ein Kill ist immer noch okay. Der Nash ist nicht da, Harry auch nicht. Der Turm in der Midlane, der hält auch noch eine ganze Menge aus. Und Varus hat auch genug Wave-Clear. Das heißt, diesen einen Kill, den kannst du ruhig abgeben. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass dort Madlife hätte auch einfach rausflashen können, dann wäre halt sicher gewesen. Dann hätte man gar keinen Kill abgreifen oder abgeben müssen. Der gute Unterer hat sein Bestes getan, um ihn zu retten. Dann sagt sich, nee, flash nicht mit mir raus, ich will da rein. Es gibt da bloß den einen richtigen Weg in League of Legends. Gar hat den Mana mehr. Versucht hier noch die ganzen Waves zu clearen, so gut es geht. Jetzt kann er sich zurückziehen. Das ist eine gute Methode. Und das wird nie unterschätzen, dass diese Tunnel, die auch im eigenen Jungle liegen, die können ja schnell zu Verhängnis werden. Sie geben dir zwar keine Sicht, aber Rexel kann das natürlich immer als Möglichkeit nutzen, dort in die Backline reinzukommen, dich zu flankieren. Plus, du kannst natürlich auch diese Teleportation auf die Tunnel, oder diese Tunneleingänge nutzen. Ja, Eingang, Ausgang. Das ist ja quasi das eine und das gleiche bei den Tunneln. Ja, nachdem, wo Rexel reinschlüpft, ist es halt der Eingang. Auf der anderen Seite ist halt der Ausgang. Das sieht aber wunderbar. In der Midlane haben wir bisher keine Farmunterschiede weiter. Varus kommt jetzt natürlich langsam in den Bereich, wo er seine Power Spikes erreicht. Hat sich auch für die eher etwas defensivere Variante entschieden, dass er schnell einen Hextank-Trinker rusht, was in dem Matchup okay ist. Wenn man genau weiß, dass Varus sehr, sehr schnell geburstet werden kann. Gerade von einem Viktor, der einmal in der Fehlpositionierung drin ist. Und dadurch kriegst du noch diesen nötigen Shield. Plus, der Hextrinker, den kannst du halt später zum Maw ausbauen. Der Maw, der gibt dir halt auch Rüstungsdurchdringung. Und Rüstungsdurchdringung ist so ziemlich das Wichtigste, was du auf Varus brauchst, um deine Power Spikes gut ins Midgame reinzutragen. Über Yumus, über Maw auf Amotius und über die Mana-Mune hast du auf jeden Fall genug zur Verfügung. Du hast ja quasi 10 durch die Maw und 20 Rüstungsdurchdringung flat, wohlgemerkt, durch deine Yumus-Geisterklinge. Und das ist halt der wichtige Punkt. Du bist im Midgame mit Varus so stark, weil du halt diese Basisrüstungswerte der Gegner durchdringen kannst. Gerade gegen die Carries, wenn wir halt 30 Rüstungen haben und 30 Rüstungen durchdringen kannst, dann machst du halt 100% Schaden an denen von deinen Grundwerten. Und das ist halt enorm viel. Wenn die ersten Rüstungswerte dort aufgebaut werden, gerade auf den Tanks, bist du als Varus bei weitem nicht mehr so effektiv. Das schwächt ja dann im Late-Game immer so ein bisschen ab, weil du ja quasi musst diese 30 Rüstungen zu dem Zeitpunkt zumindest überbrücken müssen. Später kommt natürlich dann auch noch der Last Whisper, Pipapo dazu. Aber auch beim Last Whisper, es werden ja halt immer erst die Flat-Rüstungsdurchdringung verrechnet und dann wird die prozentuale Rüstungsdurchdringung genommen. Das heißt, du kommst halt all on all bei weitem nicht auf so viel Rüstungsdurchdringung, dass du halt die einzelnen Items durchdringen kannst auf den Tanks.
Aber Crown und Ruler, die müssen da auf jeden Fall noch ein Weilchen vorsichtig sein. Und sie werden natürlich naturgemäß auch nicht so schnell Rüstung aufbauen. Alles klar, Samsung Galaxy mit zwei Tanks an den Nashor gegangen. Jetzt noch mit Crown dazu. Ist aber ein bisschen riskant. Der zündet sofort seine Ultimate, um Haru da wegzuzonen. Damit wird der Nashor gleich wieder freigelassen. Hat ein relativ komischer Move, weil der Schaden, der ist lange nicht gegeben bei Samsung Galaxy. Ich meine, mega nah um eine Rexal. Die sind jetzt halt echt nicht die größten Damage-Dealer, wenn es darum geht, Nashor zu machen. Victor selber hat noch nicht wirklich viele Items. Er hat halt lediglich sein Passive-Item auf Stufe 2. Man hat einen Kristallzepter gebraucht. Ein Kristallzepter an sich gibt ihm natürlich auch viel Passiv-Nutzen, also gerade über diese Slow-Effekte. Aber wenn du Passiv-Nutzen drauf hast auf einem Item, sind natürlich die Basis-Stats immer geschwächt dadurch. Ansonsten wäre es halt einfach von der Gold-Effektivität zu imbalanced im Vergleich zu anderen Items. Dadurch fehlt dir natürlich auch durch so ein Item der Schaden gegen Nashor. Dazu kommt halt auch, dass der Ali Carry momentan noch auf der Botlane unterwegs war. Da kannst du also Nashor normalerweise nicht machen. Okay. Das war jetzt nicht das größte Risiko, weil sie halt einfach disengagen. Oh, was soll's. Sicher, sicher. Ein bisschen, da merkt man gerade schon, der kriegt gerade kaum Schaden ab. Aber drei Mann sind vielleicht doch ein bisschen viel. Muss der jetzt flashen. Varus Ultimate kommt nicht ganz an. Aber trotzdem zwei Drittel der Leben einbüßen müssen. Varus selber hat jetzt auch geschafft, das Lumos fertigzustellen. Somit die ersten Flat 20 Rüstungsdurchdringungen bei ihm vorhanden. Die Mana-Munde sollte jetzt auch demnächst fertig werden. Normalerweise hast du noch vor der 25. Minute auch das Mura-Mana ausgebaut. Also du kannst ja quasi die Träne selber mit 750 Manas decken. Für jeden Spell, den du benutzt, kriegst du mal ein paar Mana dazu. Und wenn du die voll gestackt hast auf die 750 Mana, dann kriegst du später, wenn du das Mana-Mana ausgebaut hast, noch einen extra Item-Effekt dazu. Dann heißt es auch nicht mehr Muna oder Mana-Mana, dann heißt es ja Mura-Mana. Und dann kriegst du quasi in Abhängigkeit davon, wie viel aktuelles Mana du hast, noch On-Hit-Effekte dazu. Das ist für Varus echt nicht so der Bringer. Weil der Q ja mittlerweile diese Treffereffekte von der Mana-Mune und Mura-Mana. Von Mura-Mana nicht mehr procken kann. Allerdings, für die Autotext, die du das ein oder andere Mal rauskriegst, ist es trotzdem sehr, sehr wichtig. Für Asriel ist es halt eher so die Relevanz. Ich glaube, er ist der Charakter, der momentan noch am meisten abhängig davon ist, dass diese Mana-Mune sich entwickelt. Denn der Q von Asriel, der braucht sehr wohl Treffereffekte. Hier einmal so ein bisschen zu nehmen. Das ist immer der Erdrach, der jetzt gespawnt ist. Das heißt auch, wir werden in dem Game kein Cloudback sehen. Es können ja immer bis drei verschiedene Drachen spawnen. Weil der Erddrache ist natürlich hier. Oh, Bergdrache heißt auf Deutsch nicht Erddrache. Der ist natürlich hier auch noch ganz, ganz wichtig. Und zwar für beide Teams. Wir haben im letzten Game gesehen, warum zwei Bergdrachen so enorm stark im Team sein können. Klar, von der Komposition her war es dann natürlich noch ein bisschen. Ja, ein bisschen aggressiver gegenüber Objectives ausgelegt. Alleine aufgrund des Asias, den sie dort hatten. Aber auch in diesem Match sollte man es nicht unterschätzen. Ein Karma auf Lucian, der halt sehr, sehr schnell spiken kann, der auch viel Damage und Auto-Reset zur Verfügung hat. Plus halt Sky auf Varus, der auch prozentualen Schaden verursacht. Da kann das Ganze auch mal schnell vonstatten gehen. Varus selber gibt halt noch die nötigen Attack-Speed dazu. Auf eine AD Carries. Nichtsdestotrotz muss CJ Andrews ein bisschen Druck aufbauen. Sie liegen im Gold immer noch hinten, auch wenn sie zwei Kids vorne liegen. Ist aber auch einfach aufgrund des einen Turms so. Und ihre Team kommt, wird im Late Game halt nicht mehr glänzen. Auch wenn wir da einen Lucian haben, der jetzt halt auf dem Late Game Scaling aufbaut. Zivil wird härter skalieren. Und wenn sie halt einfach härter skaliert, dann werden die Teamfights fast unmachbar sein. Du hast halt einen Varus, der nicht mehr so viel wert ist wie ein Victor. Du hast halt einen Karma auf Lucian, der auch nicht mehr so viel wert ist wie ein Sivir. Auf der anderen Seite hast du noch eine Karma dazu, die sowohl aus Victor als auch auf Sivir einen Hypercarry macht. Über eine Menge Schaden, wird auch nicht mehr groß. Den kriegt man hier vor dem Drachen. Jetzt geht man da rein, kriegt die Drachen aber nicht. Der geht hier noch direkt an den Bischen. Der Teamfight, der geht aber weiter. Ruler schon super low da hinten. Jetzt nochmal Karma, Schild mit dem Speedboost verteilt. Double Knockup, Crown überlebt das Ganze sehr lange, aber am Ende kann das doch nicht überstehen. Ambition wird doch verfolgt. Ruler versucht das Beste rauszuholen. Aber man kriegt keinen Kill mehr raus. 2:1 der Abtausch, Haru stirbt. Aber auf der anderen Seite kriegt man zumindest zwei Kills. Der Erddrache, der geht aber an Samsung. Somit der Trade eigentlich besser für sie. Denn man wird hier weder Nashor noch irgendeinen Turm angehen können. Da kommen so ein bisschen die Pings gerade in Richtung mit den Turm. Allerdings von Samsung selber. Die da die Lane wahrscheinlich ein bisschen rauspushen wollen. Kübi wäre ein bisschen aggressiv. Dachte sich, ja, ja, der wird schon noch groß. Aber dann kommt halt sofort die Fokussierung, während er halt noch klein und flauschig ist. Und der kleine Narr ist einer der Charaktere in League of Legends, der halt die schlechtesten Base-Stats hat. Das heißt, der wird halt super schnell auch abgeholt.
Jetzt geht man da rein. Die Victor Ultimate nicht gut kontrolliert. Die ist halt permanent auf Unterer. Kommt da nicht rüber. Jetzt stirbt Brown noch. Hätte er seine Ultimate ein bisschen besser kontrollieren können, wäre den Carries halt noch gefährlich geworden. Vielleicht wäre dann sogar noch Sky oder ein anderer gestorben. Tam Kench mit dem Schild war nicht so die beste Fokussierung. Ist aber im Tumult auch nicht immer so einfach, muss man zugeben. Aber Victor ist halt darauf angewiesen, möglichst viel Damage-Potenzial natürlich rauszuholen. Ah, da sehen wir es auch nochmal. Also CJ Endos, die haben hier nicht die Möglichkeit gehabt, irgendein Objective noch anzugehen. Das heißt, sie haben zwei Kills bekommen, einen Kill gut gemacht, aber gegen den Erddrachen das zu traden ist nicht wirklich worth. Der Erddrache, der könnte natürlich wieder eine ganz, ganz große Relevanz spielen. Gerade jetzt, wenn wir sehen, dass Victor in Richtung Fluch des Lichts unterwegs ist, kriegt er halt einen enormen Damage-Boost über seine Cooldowns. Das heißt, wenn er einen Q voll ausgebaut hat, hat er enorm wenig Cooldown. Und er kann jedes Mal die Treffereffekte wieder procken von den Mitspielen und kriegt damit auch massiv Schaden gegen Nasher oder halt auch gegen den Drachen, je nachdem. Und der Erddrache, der hilft ihm natürlich dabei. Also auch hier Samsung Galaxy dann wieder in der Lage, so einen schnellen Drachen anzugehen. Bruder selber ist jetzt auch auf dem besten Wege, da die Klinge der Unendlichkeit fertigzustellen. Er mischt das Ganze noch so ein bisschen. Hat sich quasi das BF-Sword geholt. Dazu noch den Cloak of Agility. Und das Ganze mit einem Eifer kombiniert. Wird dann als erstes entweder dort eine Statics oder Phantom Dancer Variante bauen. Und direkt danach Klinge der Unendlichkeit. Oder andersrum halt. Je nachdem, wie es vom Gold her bei ihm reicht. Wir haben leider nicht immer Gold wert einen Blick dort. Es fehlt mir noch so ein bisschen die Option, dass wir selber hier switchen könnten und sagen können, hey, Spectator, zeig uns mal, wie viel Gold die haben, damit wir es vergleichen können. Niederlege selber hat sich hier für den unheiligen Gral entschieden. Das ist auch eine sehr, sehr defensive Variante. Vor allem der unheilige Gral gibt dir natürlich ein bisschen mehr Sicherheit gegenüber von AP-Lern. Und verstärkt halt gegebenenfalls deine Schilder noch mit Heilung. Das war auch deine Heilung. Aber es bringt dir natürlich jetzt offensiv nicht so viel Stats dazu. Die halten sich da ja ein bisschen in Grenzen. Niederlee damit also nicht in der Lage, unbedingt großartig zu snowballen. Sie kommt jetzt schon in eine Art Passivrolle mit dem Bild, das sie gerade fährt. Geht dann noch in Richtung Abyssal. Ich glaube, ich hätte eine Variante, eine aggressive Variante mit einem Kristallzettel zum Beispiel besser gefunden, dass du halt gleich sagst, du gehst für eine Abyssal und diesen unheiligen Grad einfach skippst. Das ist halt alleine vom Snowball-Faktor und sie hat halt zwei Kills am Anfang bekommen, ist halt wirklich nichts wert für dich. In der Fall treibt sich die Zeit jetzt auf der Top-Lane. Hat sich nochmal einen Grub geholt. Holt sich da noch ein bisschen Gold. Aber das ist halt nicht die Taktik, die sich jetzt fahren sollte. Sie sollten dann wirklich nach den Catches suchen. Wenn ich einfach eins aufsplitte, ist es halt nicht ganz so einfach. Unterer wird niemals einen Solo-Kill auf QV erzielen können. Das ist so gut wie unmöglich. Kramer kann durchaus dort Q oder da mal ein Play machen. Wir haben auch vorhin gesehen, dass Ruler dort ziemlich überrannt wurde. Von den beiden. Du hast halt als Zivi auch ziemlich wenig Möglichkeiten, dich dort bloß zu verteidigen. Normalerweise hast du ja immer dein Spell Shield und du sagst so, ja, egal was kommt, wenn das dann kommt, das blockiere ich einfach. Aber Alistar ist da ein bisschen trickiger, wenn du den auf der Lane gegen dich hast, weil er halt einfach in seiner Kombo immer zwei Spells gleichzeitig benutzt. Sowohl diesen Kopfstoß, als auch seinem, ja, wie heißt das Ding? Erschüttern? Ne, erschüttern heißt es nicht. Pulverisieren. Pulverisieren war es auf Deutsch. Genau, also sein Q, damit er dich in die Luft wirft. Und sobald er dieses Pulverisieren einsetzt, hast du halt keine Chance mehr. Und du musst dir vorstellen, du kannst mit dem Spell Shield von Sivir immer nur einen einzigen Spell blockieren. Wenn der Kopfschuss kommt, dann blockierst du den und fliegst dich nach hinten. Bringt dir aber nicht, weil das Pulverisieren kommt direkt hinterher und schmeißt dich halt trotzdem in die Luft. Und du kannst halt auch nicht versuchen, dein Spell Shield zwischen diesem Kopfstoß und dem Pulverisieren zu timen. Schöner Zwei-Mann-Knock ab Haru, der kann da überhaupt nichts machen. Sky muss rausflashen mit der Ultimate hier noch passiv unterwegs. Dem Turm überläuft man aber. Und man merkt langsam, dass die Kombo stärker wird von Samsung Galaxy. Der Timer, der tickt und tickt für Sigentos. Die brauchen jetzt eine gute Gelegenheit. Wir sind in der 30. Minute. Und wenn die jetzt nicht irgendwie da die Nase zusammenkneifen können und nach vorne kommen, dann war es das für sie. Da müssen halt heftige Fehler bei Samsung Galaxy passieren, dass sie das im Matchup verlieren wollen. Du kannst halt immer noch sagen, ja, du killst die Waves und war das auch Fehler. Aber wenn da einmal die CV Ultimate drückt, kann man nochmal ihren Schild verteilt plus den Movement Speed, also mit dem Mantra E, ja, dann überrennen die dich einfach. Haru, der wird im Late Game nichts mehr zu melden haben. Kramer wird mit dem Bild auf jeden Fall noch gefährlich sein. Aber auch Sky wird... Naja, du hast halt ein Problem. Du hast natürlich einen Adela in die Mitte. Und damit zwingst du eigentlich schon die Gegner Rüstung zu bauen. Das heißt, auch im Late Game werden diese Rüstungswerte da sein. Und sowohl für Sky ist das schlecht. Und man zwingt natürlich dadurch auch Kramer ineffektiver zu werden.
weil die Gegner mit diese Rüstungswerte aufbauen können. Und was war dann wieder im Late-Game, da baust du keine massiven Magieresistenzen auf. Oh Gott, hier kriegt man nochmal Kübe, der war ein bisschen out of position. Der Schild von Unterer, der ist jetzt da, wird aber hier gleich auslaufen. Da ist er weg, da geht man jetzt hinterher. Heilung ist da. Jetzt schöne Victor, die Match geht da durch. Unterer wieder mit dem Schild, das reicht nicht. Haro offensiver mit dem Exos. Sofort abgeholt. Victor im Vergleich einfach viel, viel stärker als Varus gerade. Der gönnt sich das Ganze mal. Ich habe auch das Gefühl, dass Haru gar nicht so richtig weiß, was er gerade anfangen soll fürs Team. Er kann halt hier und da mal eine Heilung verwenden und kriegt dadurch immer noch die Supports. Aber er ist fürs Team gerade ineffektiv. Beide Poker. Und wenn du halt in so einer Long-Range-Team kommst, immer und immer wieder engaged wirst, dann läuft schon irgendwas nicht richtig. Für Samsung Galaxy sieht das Game, ehrlich gesagt, gerade ziemlich, ziemlich gut aus. Jetzt geht man hier noch in Richtung Top-End-Turm. Das ist nochmal so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein. Allerdings liegt man noch immer zwei Türme zurück. Das war so eine kleine Aufholaktion. Insgesamt liegt man jetzt schon 3500 Gold sogar zurück. Es geht so immer und immer weiter nach vorne. Fiends of Niederlee, ja, ja, ist ja der unheilige Gral, von dem ich die ganze Zeit rede. Aber da ist halt, er bringt ihr halt echt nicht so viel. Ich glaube, er hat ihn so ein bisschen aus Schiss gekauft, weil er halt nach der ersten Aktion auf Crown gemerkt hat, der magische Schaden von Crown, der ist halt super mächtig. Da brauche ich Magieresistenzen. Aber anstatt halt gleich das Abyssal zu holen, baut er halt diesen unheiligen Gral dort zwischen. Das ist in einigen Situationen okay auf Niederlee, aber du degradierst dich halt von Anfang an damit so eine Art Supporter. Und das in einer Spielphase, wo du selber zwei Kills bekommen hast, vorne liegst und eigentlich Snowball möchtest und musst mit diesem Team, dann willst du deine Power Spikes nicht delayen. Und diese Combat Stats von dem unheiligen Gral sind halt nicht gut. Der gibt dir dafür viel, viel zu wenig. Also ich bin da auf jeden Fall kein Fan von dem Build-Path, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Unsicherheit von Niederlee, die da mit reinspielt. Haru, der ist sich einfach nicht sicher genug. Das war ja auch das, worauf Samsung Galaxy einfach gepokert hat. Ja, sie haben Niederlee mit Absicht offen gelassen und Hekarim dann rausgenommen. Aber ob sich das auszahlen wird, das wird sich noch zeigen. Jetzt geht man hier weiter an den nächsten Turm, den man bekommen hat. Drei Türme Vorsprung hat schon für Samsung Galaxy. Zwei Erddrachen. Da sind die Türme natürlich ratzfatz dort eingerissen. Jetzt kommt der Engage, aber Kübi, der wird diesmal groß. Diesmal kriegt man nicht in der kleinen und flauschigen Form. Das nutzt man jetzt auch aus. Man will da an den Turm ran, der springt da einmal rüber, saut die Gegner einfach bloß weg. Das war aus Ultimate, trifft die Bus Ambition, damit hat man den Turm. Samsung Galaxy sind hier auf dem Vormarsch. Niederlees Schaden, der ist halt gerade auch wie nicht vorhanden. Du hast auf dem Gral, was ist da drauf? 40 AP? Ich glaube, 40 AP sind's. Ambition bringt dir halt auch bloß im Nahkampf was. Diese Range, die ist halt begrenzt. Also es ist halt gut und schön, wenn du ein bisschen tanky bist. Aber ich hätte, glaube ich, so eine Variante, dass du halt natürlich das Jungle-ATM erst ausbaust, dann in Richtung Kristallzepter gehst und dann eventuell das Abyssal baust. Das wäre, glaube ich, diese aggressive Variante gewesen, wo dir die Items auch was miteinander bringen. Aber wenn du jetzt natürlich ein Abyssal baust, dir damit deinen eigenen Damage verstärkst, der ja noch nicht vorhanden ist, weil du ja ein defensives oder ein halbdefensives Item gebaut hast, dann ist halt die Synergie zwischen den Items auch nicht wirklich gut. An der Stelle wird es halt schwierig, mit Niederlee jetzt nochmal richtig ins Game reinzukommen. Man muss jetzt alle Hoffnung auf einzig und allein einen Charakter legen und das ist Lucian. Die Frage ist halt, wie gut ist Kramer? Kann er das alles ausgleichen? Und das wird halt schwierig werden. Der wächst da wirklich stetig. 7000 Gold mittlerweile fast. Wenn wir uns auch schon die Itemunterschiede in der Midlane anschauen. Das sind halt vier relativ billige Items für Varus, der natürlich auch früh damit spiked. Und das sind halt vier teure Items für Crown, der sie aber auch schnell hat. Und der Schaden von Varus, ich möchte ihn gar nicht im Vergleich sehen, gerade mit Victor. Victor ist im Teamfight jetzt viel, viel mehr wert und den juckt halt gar nichts. Kübi, der ist hier allein unterwegs. Unterer, der wird ihn halt auch nicht alleine dort halten können. Kriegt halt seine 30 Decks drauf, wird aber gekitet bis zum geht nicht mehr. Der Stunner wird einfach gedodged. Kübi, der ist halt auch relativ zackig unterwegs. Und darauf muss aufpassen. Muss wahrscheinlich gleich sein Schild da noch auslösen. Man kann ihn da ein bisschen vertreiben jetzt. Aber dadurch, dass er natürlich jetzt da back muss oder in die Heilung gezwungen wird,
Kann man ein bisschen Schaden auf den Victor ausüben. Jetzt kommt eine Verstärkung. Kramer muss helfen. Das wiederum führt aber dazu, dass man eine Überzahlsituation am Nasher hat. Alles gerade ungünstig für CJ Entos. Jetzt ist Kübel groß. Normalerweise ist es ja so die Stelle, wo du mal sagst, oh, der ist groß, ich halte mich fern. Aber für Unterras ist es sogar die Situation, wo er am besten doch noch in die Wave reingehen kann. Madlife, der ist ja einmal mit seinem Pulverisieren, sichert sich da selber ab. Jetzt kommt noch Unterra dazu. Teleportation wurde ausgelöst. Kübi ist aber klein, er muss ein bisschen abwarten, hat aber seinen Schutzengel. Jetzt wird er aggressiv. Crown hat schon allerdings abbekommen, das sollten sie nicht so lange kämpfen. Jetzt kommt die Basis-Ultimate. Double Knock-Up. Nieder, die trifft ihn. Speer traut sich noch nicht ganz rein. Das Siegel wird noch nicht ausgelöst. Nächster Speer, der trifft. Aber Crown, der ist runter. Alle Carries raus. Haru und Sky sind da unter Bedrängnis und oben mit Kram alleine gelassen. Der wird jetzt rausgeholt. Unten kriegt man jetzt den nächsten Gary. Haru wird mit abgeräumt. 3 Kills. Und er überlebt das Ganze nicht. Das war's. 4 Kills in diesem Teamfight. Jetzt wird man sich noch da ganz in Ruhe den Nasher gönnen. Und dann wird man mit dem Nasher einfach rüberfahren. CJ Entos, die sind hier chancenlos. Die haben einfach viel zu lange gewartet. Die konnten nichts mit ihrer Teamcomp machen. Das ist halt schön und gut, dass sie jetzt Lucian mit dem Late-Game-Bild haben. Aber der ist halt der Einzige, der wirklich gut im Late-Game ist. Der Riss ist dazu nicht zu gebrauchen. Klingt ein bisschen hart, ist aber wirklich so. Und in dem Teamfight hat man es gerade gesehen. Crown alleine, der war Half-Life. Der war auf Hälfte Leben, als der Fight losging. Und das stört ihn gar nicht. Der burst halt trotzdem rein, während Sky halt nichts machen kann. Hat er mit seiner Ultimate einen Tank getroffen. Dann geht man da kurz raus. Aber die Unterschiede zwischen den Carries sind einfach zu groß gerade. Also die Chancen, dass CJ Entos da nochmal zurückkommt, sind wirklich massiv gering. Wir sehen auch Ruler, der mit dem Red Buff hier ohne Probleme fertig wird. Er selber hat sich ja mittlerweile auch schon eine Quecksilberscheibe geholt. Das heißt, das Varus Ultimate ist für ihn komplett irrelevant. Crown selber wird demnächst wahrscheinlich auch noch in Richtung Stundenglas gehen. Oder aber er sagt sich, oh, ich fühle mich überhaupt nicht bedroht von den Gegnern. Ich kann das auch so machen. Aber hier sehen wir es auch. Guck mal, der Schaden ist einfach nicht da. Kübi und Ambition, die tanken das ewig. Jetzt kommt Crown von unten und guckt euch Haru und Sky an. Die müssen einfach sofort rausflashen. Weil Crown, der Half-Life da zurück sich zieht. Der kommt einfach alleine da wieder rein und der holt sich jetzt halt einfach die Kills raus. Der ist halt einfach so viel mehr wert gerade als der Varus. Und hier holt man im Endeffekt nochmal den Time-Catch-Up. Der hat halt keine Chance, das alleine ewig zu tanken. Der Schaden, der fehlt jetzt im Late-Game einfach. Und es wird nicht besser werden. Die Grits, die rasseln hier einfach durch. Steven mittlerweile auch schon mit ihren Items am Start. Sie hat ihre 3 Items erreicht. Klingen der Unendlichkeit, ist Handsweaver und Phantom Dancer. Somit natürlich für sie auch eine Menge Schaden jetzt in den Teamfights. Und wer soll sie töten? Wer soll gefährlich für sie sein? Ambition und Kyrie tanken einfach alles weg und von hinten kommt trotzdem noch der Schaden. Rave, der verteilt alle paar Sekunden massive Schilder im Team. Jetzt geht man hier direkt auf die Inhibs. Der erste, der soll es sein. Crown, der gibt Haru erstmal eine schöne Lektion, was es bedeutet, einen Laser und einen Kier abzubekommen. Der verliert da sofort 2/3 Leben, trotz eines voll fantastischen, unheiligen Grad. Nein, aber mal ehrlich, der unheilige Grad, der bringt mal nichts. Ich finde, CJ Entos kommen war gut von der Ausgangsposition her, wenn er das halt wirklich so spielt. Und viel Druck und viel Risiko dort in Kauf nehmen. Aber wenn du jetzt halt so sagst, ja, ja, nee. Wir versuchen mal trotzdem zu scalen mit einer Comp, die nicht skaliert. Dann funktioniert das einfach nicht. CJ Entos hier also mit dem Spielplan unterwegs, der dort nicht aufgehen wird. Dann geht er jetzt auf den dritten Turm. Der fällt auch. Der dritte Inhibitor, den wird man jetzt einfach mitnehmen. Wenn es nicht sogar vorher schon vorbei ist. Haru, der kriegt eine Menge Schaden ab. Kübi wird gleich groß. Aber den dritten Inhibitor, den nimmt man da auf jeden Fall sicher mit. Man versucht jetzt von hinten zu flankieren, aber da kommt. Selbst wenn Madlife reinkommt, selbst wenn er 3-4 Mann Knock-Up hat, das reicht nicht. Und der Platz ist sogar ohne Ultimate. Madlife, der hat aufgegeben. Der will nicht mehr. Genauso hier unter gerade. Denkt sich, haben sie den Charakter. Ach komm, ist egal, das Game ist vorbei. Gehen wir rein. Geben die Kills einfach ab. Die Carries, die versuchen dann noch ein bisschen mit dem Vision rumzuhantieren. Aber der tankt das selbst da vor dem Nexus. Das ist ihm komplett egal. Hinten werden die Türme überrannt. Dann wird zwar nochmal der Guardian Angel ausgelöst, aber keine Chance. Sogar in der Base hier werden die Kills schon forciert. Die Unterschiede viel zu groß. 2-0. Samsung Galaxy, die haben gezeigt, warum sie Vierter sind und warum CJ Entos auf dem letzten Platz ist. Keine Chance, da noch irgendwas rauszukriegen. Also da waren die Unterschiede wirklich.